Hallo Bass-Fans, hier ist eine neue Folge von Pimp My Bass. Heute gucken wir uns an, wie ich einen alten Hohner Steinberger Bass neues Leben eingehaucht habe. Also dranbleiben. Bass habe ich gepimpt. Das ist ein Hohner BCA, eine Steinberger Kopie von Steinberger, lizenziert in den 80er Jahren. Ihr erinnert euch, wenn ihr alt genug seid, 1980 ungefähr kam Mr. Steinberger aus New York mit seinem Steinberger Bass aus Graphit. Der kostete 5000 Mark in Deutschland. War ein Haufen Geld. Mr. Bassman hatte natürlich einen. Aber dann kamen die Kopien auf den Markt und da hat er Mr. Steinberger das Vernünftigste gemacht, was er machen konnte. Er gab es der Firma Hohner und meinte, macht mal da schöne, günstige Hohner Steinberger Bässe draus. Er gab ihnen natürlich auch die Original Steinberger Bridge und die Original Steinberger Befestigung für die Saiten und die Original Beinstütze, damit man das Ding im Sitzen spielen kann. Dieses Teil ist auch noch fretless. Das erreichte mich vor ein paar Wochen in einem nicht so besonders guten Zustand, verbunden mit dem Wunsch, das wieder so ein bisschen bespielbar und gut klingend zu machen. Gerne. Gucken wir mal hier. Hier ist die Elektronik drin. Die haben wir ausgetauscht. Normalerweise war die Elektronik hier drin, zusammen mit der Batterie. Das war aber alles total verschimmelt, verknorzt und vermurkst. Da haben wir rausgeschmissen. Hier ist jetzt die Batterie drin und wir haben einen kleinen Deckel angefertigt, damit sie nicht rausfällt. Hier ist die Elektronik drin. Das ist eine Richter-Elektronik, eine 3-Band-Bässehöhen-Mitten-Elektronik. Dann hatte dieser Bass auch noch eine XLR-Ausgangsbuchse. Haben wir rausgeschmissen, haben einen kleinen Deckel drauf gemacht. Dann hatten wir hier noch so ein Loch, da war noch ein Schalter drin für aktiv-passiv. Der ist rausgeflogen, der Schalter, haben wir ein kleines Ebenholzdeckelchen gemacht, damit das Loch zu ist, damit da nicht die Mücken reinkommen. Die Tonabnehmer funktionieren noch, die konnten wir noch verwenden und ja, alles bestens. Hier habe ich einen Satz Pyramid Nickel Saiten, Double Ball End, meine Lieblingssaiten seit 1985. Alle Saiten sind drauf, grob gestimmt. Jetzt gehen wir mal zum Amp und machen mal ein bisschen Krach. Die
Funktionen von der Richterelektronik sind wie folgt. Das hier ist das Master Volume. Hier unten ist das Panorama. Hier oben haben wir die Höhen. Hier unten die Bässe. Der obere Knopf ist dann gleichzeitig Aktiv-Passiv-Schalter. Und dann haben wir hier noch den Mittenregler. Kann rein und raus gedreht werden. Und der beste Sound für Fretless ist eigentlich immer hintere Tonabnehmer einschalten. Lautstärke auf, Höhen zurück, Bässe voll und Mitten voll. Das ist auch die Einstellung, wo ich die ganzen Soundbeispiele mit eingespielt habe. Das war's für heute. Bitte, bevor ihr geht, den Abonnieren-Knopf drücken. Das hilft. Vielen Dank. Bis dahin.